Ein neuer Muskelmann-Tag bricht an. Guten Morgen, meine strammen Freunde. Oh nein! Was ist passiert? Das werde ich dir gern verraten. Die Steroide wirken nicht mehr. Du bist so schwach wie wir anderen. Und wenn du raus willst, musst du eine Gebühr abdrücken. Bleib weg von mir! Bleib weg von mir! Stewie, nein! Und jetzt geht's weiter mit etwas, das Ihnen hoffentlich wirklich gefällt. Okay, ich gehe jetzt mal einkaufen. Wo hast du die Waffe hin? Waffe? Ja, mein Vater hat mir gestern eine Waffe zum Geburtstag geschenkt. Wo war die während dem Geburtstagssex? Vielleicht wäre ich dann gekommen. Im Gegensatz zu dir können Waffen schießen. Diese Ehe hat keine Waffe nötig. Jedenfalls habe ich die Waffe an einem sicheren Ort versteckt, bis ich weiß, wie ich sie loswerde. Also komm nicht auf dumme Gedanken. Hat sie gut gemacht. Waffen sind ein Riesenproblem. Vor allem, wenn sie in die Hände von... Sie war in der Kiste mit den Adoptionspapieren von Chris. Oh! Du hast nichts gehört. Meg, du siehst heute besonders hübsch aus. Danke, Mom. Sie wird dich um irgendwas bitten. Sag mal, ich habe mich gerade gefragt, könntest du heute mit Stewie auf eine Geburtstagsfeier gehen? Der Junge, der feiert, ist frühreif. Er sieht aus wie eine 30 cm große Jodie Foster. Wieso gehst du nicht mit ihm, Mom? Ich ertrag nicht noch eine Geburtstagsfeier mit diesen drei spöttischen Sitcom-Moms. Oh, hallo, Lois. Oh, ich liebe es einfach, was du immer für bequeme Klamotten anhast. Finde ich auch. Ist das ein Pyjama? Ich bin die Schwarze für unrealistische Diversität. Los, Stewie! Ist das nicht aufregend? Ja, aber ich mag's nicht, dass der kleine Kyle Kaepernick während der Nationalhymne kniet. Buh! Steh wieder auf! Buh, runter davon! Okay, ich muss mich konzentrieren. Wofür brauchst du die? Power Songs für meine Konzentration. Das ist derselbe Song, den Ryan Lochte vor einem Wettkampf führt. Stewie, das nimmst du viel zu ernst. Das ist ein bedeutungsloser Event, wie eine Bar Mitzwa. Heute bist du ein Mann. Toll, darf ich Auto fahren? Nein. Darf ich wählen? Nein. Darf ich trinken? Nein. Darf ich Sex haben? Nein. Darf ich die Schecks einlösen? Ja! Mitzwa, have a bar Mitzwa. Collect the checks and feel up a girl taller than you. Hey! Peter, das ist lächerlich. Komm endlich nach Hause. Ich wohne jetzt hier, Lois. Es tut mir leid, dass ich uns getrennte Ist das da ein Armband? Ein Gigidi-Band, Lois. Das verstehst du nicht. Wenn du jetzt nach Hause kommst, hole ich unser altes Bett zurück. Dann kannst du wieder mit mir kuscheln, wie früher. So? Versprichst du's? Ich verspreche es. Es fehlt mir nämlich auch, mit dir zu kuscheln. Ehrlich? Sehr sogar, ja. Tja, na dann. Hey, was sagst du? Gehen wir nach Hause, hä? Hört sich super an. Leute, warum hängt ihr vor der Glotze rum? Es schneit draußen. Wirklich? Wow, das ist wunderschön. Schon, oder? Und wisst ihr, was ein Wunder ist, Kinder? Jede einzelne Schneeflocke sieht genau aus wie die andere. Ich glaube, das stimmt nicht. Doch, das ist wahr, so wie Fingerabdrücke. Seid ihr alle fertig für die Kirche? Kirche? Bist du bescheuert? Das ist der erste Schnee des Jahres. Wir gehen Schlitten fahren. Bitte, dürfen wir, Mom? Es ist aber Sonntag und ich... Komm schon, Lois. Immerhin war Schlittenfahren die zweite Passion Christi. Geiler Scheiß, denn das ist mein Staub! Du meine Güte. Na klar, jetzt verstehe ich so manches. Mein Baby ist so eine Art diabolisches Genie, das die Weltherrschaft erringen möchte. Bravo, Lois. Das letzte Pferd hat damit die Ziellinie überschritten. Stewie, all die Monate hätte ich darauf aufpassen sollen, was du sagst. Du bist ein böses Kind. Wieso? Wieso habe ich auch Pott geraucht, als ich mit dir schwanger war? Kopf hoch, Mutter. Du darfst stolz sein. Du hast den zukünftigen Herrscher der Welt geboren. Ein Jammer, dass du das nicht mehr erleben wirst. Cheerio. Ah! Lois, Lois! Was ist los mit dir? Ach, ich hatte einen merkwürdigen Traum. Es ging um Stewie und Cheerios. Ein Glück, es ist vorbei. Jetzt heißt es aufstehen. Wir gehen zum Eröffnungsspiel der Sox. Hey, Chris, Meg, wir fahren nach Fenway. Peter, die Kinder können nicht wegen eines Baseballspiels die Schule schwänzen. Ach, in der Schule lernen die auch nicht mehr, als was sie auf der Straße lernen. Es ist 3 Uhr. Verdammt, wo bleibt Louis? Wieso fragst du mich? Louis ist um 14:45 aus dem Haus und muss eine Entfernung von 6,2 Meilen überwinden bei einer Geschwindigkeit von 5 Meilen pro Stunde. Um wie viel Uhr ist Louis dann hier? Hängt davon ab, ob er noch eine Nutte besucht. Und sowas nennt man eine Variable. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber du bist nicht in Amerika zur Welt gekommen. Du wurdest in Mexiko geboren. Was? Als mir klar wurde, dass dein echter Vater ein irischer Säufer war, bin ich nach Mexiko gefahren, um die Schwangerschaft abbrechen zu lassen. Aber Gott hatte andere Pläne. Und so wurdest du dort geboren.
Du warst wunderschön und ich habe dich sofort geliebt. Zur Strafe muss ich dich zwicken. Au! Peter, hör auf, mich zu zwicken! Au! 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 Hör auf damit! Au! Hör auf! Verdammt! Du. Lass das jetzt! Vielleicht werde ich dich kitzeln. Wie nein! Das? Au! Hör auf! Aufhören! Nein! Ich mein's ernst! Ich mein's ernst! Ich sagte, du sollst aufhören. Ich kitzel dich und du ziehst mir eine Bratpfanne über den Schädel? Ich sagte, du sollst aufhören. Ich schmecke Blut. Das fließt auch ganz schön. Hey, ist was passiert? Mein Dad interessiert sich nicht mehr für mich. Sowas, das gibt's nicht. Aber wenigstens hast du einen Dad. Ich bin aufgewachsen, da gab's nur mich und meine Mom. Oh, hört sich an, als ob da jemand Hunger hat. Aua. Oh ja. Ein kluger Gedanke, Lois. Ich weiß, was passiert, wenn man Aggressionen zu lange unterdrückt. Immerhin war ich in diesem Aufzug mit Jay-Z. Kann ihr Hiwi auf die 2 drücken? Ich muss runter ins Business Center, um meinen Boardingpass auszudrucken. Oh, hey! Peng, voll in die Fresse! Hab mich selbst zitiert. Seid ihr Mädels hier mit eurem Vater unterwegs? Tritt ihr nicht mit deinen Schmuddelschuhen? Er hat einen weißen Anzug an. Ich weiß nicht, ob ihr hier wirklich wohnt, aber ohne einen Zimmerschlüssel kommt man nicht in den Swimmingpool. Was darf es sein, Sir? Ich will dasselbe wie letztes Mal. Fasan an der Scheibe. Meinen Sie nicht Scheiben vom Fasan? Nein. Ja, und jetzt dreh dich um und leg ein Ei an die Scheibe. Oh ja. Ich möchte den sehen, der mir sagt, was daran nicht in Ordnung ist. Willkommen auf der Quahog Feuerwache, Freunde. Ich bin Captain Beckman. Wenn ihr Fragen habt, nur zu. Ich beantworte sie gern. Was geht, ihr Freaks? Wartet ihr drauf, dass jemand mit der Zigarette im Mund einschläft? Faule Feuermongos! Ist noch ein Donut, du Schwein! Wir haben Knarren, ihr habt Schläuche. Bis dann auf dem Softballfeld! Hey, was ist mit Ihrem Arm? Ich habe beim Arzt meine Cholesterinwerte checken lassen. Wow, ein Typ Mitte 20 lässt seine Cholesterinwerte checken? Oh, jetzt hören Sie aber auf. Oh, hey. Wie heißen Sie nochmal? Peter Griffin. Und ich bin Lois. Also bis dann, Peter. Der war ja richtig nett. Nicht so wie dieses Miststück Shelley Duvall. Hi, ich bin Shelley Duvall. Ist mir eine Freude. Geht mir am Arsch vorbei. Drückt's mir voll rein, als wollte ich sie unbedingt kennenlernen. Peter, du musst endlich darüber hinwegkommen. Gehen wir auf die Suche nach Gott. Alles klar, bin dabei. Ich auch. Ziehen wir es durch! Hey, Joe, was machst du da? Was? Ich dachte, Gott suchen ist ein Codewort. Nein, wir meinten, dass wir ihn wirklich aufsuchen. Oh, ich habe Bonnie schon eine SMS geschickt. Bin bereit für meine Beförderung. Griffin, Sie haben ein Kinderkrankenhaus in die Luft gejagt. Sie kommen in den Knast. Was? Glauben Sie etwa, dass das alle vergessen hätten? Es gab eine Untersuchung, Fingerabdrücke, forensische Berichte. 19 Kinder sind gestorben, Peter. Und das FBI weiß, dass Sie schuld sind. Mr. Griffin, dieses Gericht befindet Sie für schuldig und verurteilt Sie zu 7 Tagen Gefängnis. Nächsten Sonntag um 9 sind Sie draußen. Hey, erinnerst du dich an den nackten Astronauten, Lois? Oh ja, du erinnerst dich an den nackten Astronauten. An meinem 25. Geburtstag hat mich dein Vater damit überrascht, dass er nur einen Raumfahrerhelm und Moonboots anhatte. Ist mir spontan eingefallen. Und dann haben wir zusammen schwarze Löcher erforscht. Oh ja, das weiß ich noch. Vergiss nicht, du Fettsack, diese Möpse gehören mir, bis die Milch versiegt ist. Ich überlasse dir die Überreste. Hallöchen, Jeff. Hey, was geht bei euch, Jungs? Brenda ist hingefallen. Schwing deinen faulen Arsch hoch und hol meinen Nachbarn ein paar Bier. Eigentlich haben wir gar keine Zeit, Jeff. Wir sind auf dem Weg zu unserer jährlichen Mitternachtsjagdtour. Und wir dachten, du kommst vielleicht mit? Klar, scheiß drauf. Dumme Tiere abknallen. Das hört sich lustig an. Es ist besser, als Meg beim Pickel ausdrücken zuzusehen. Hey, Vorsicht! Das war ziemlich fest. Nein, war's nicht. Jetzt wird's fest. Hören Sie, junge Dame, ich will hier nur meinen Spaß. Ja, schlagt euch, ihr Huren! Gut, du kleine Schlampe, das reicht. Du willst Ärger mit mir? Den kannst du haben. Egal, was du für den Rest deines Lebens machst, du wirst immer ein erbärmliches Stück Scheiße bleiben. Er hat dich voll verarscht. Das Ding ist nutzlos. Genau wie mein palästinensischer Wecker. Allahu Akbar! Mom, Dad, ich wünsche mir dieses Jahr eine große Party mit all meinen Freunden.
Und vielleicht mit einer Band? Ist das okay? Ja, sicher. Ja, das, sicher. Wieso nicht? Sicher. Oh, danke. Ihr seid echt die Besten. Wovon redet die? Warum will die eine Party machen? Keine Ahnung. Kriegt sie ihre Tage oder sowas oder heiratet sie? Nein, wenn sie heiraten würde, hätten wir hier irgendwann mal einen Kerl gesehen. Klingt plausibel. Hey Leute, hallo. Mac hat nächste Woche Geburtstag. Oh mein Gott, natürlich. Wir müssen eine Party auf die Beine stellen. Oh Mann, ich hasse Kindergeburtstage. Das wird noch schlimmer als damals, als ich beim Check-in am Flughafen hinter Robert Loja stand. Wie lautet Ihr Name bitte? Robert Loja. Würden Sie das bitte buchstabieren? Ja, sehr gern. Also Robert Loja. R wie Robert Loja. O wie, oh mein Gott, das ist Robert Loja. B wie, begrüßen Sie Robert Loja. E wie, ein Wunder dieser Robert Loja. R wie, Robert Loja. T wie, Tim, sieh mal, da drüben ist Robert Loja. Neues Wort. L wie, lasst ihn hochleben, unseren Robert Loja. Planänderung, wir schlagen auf der Stelle zu. Losfahren! Mann, ich hätte nie gedacht, dass das so endet. Wieso? Was hast du erwartet? Praktisch dasselbe, nur mit einem italienischen Tenor. Jetzt losfahren! Hast du Bock auf einen Telefonstreich? Ein Telefonstreich? Ja, ich suche nach einer Freundin. Nachname Eichel, Vorname Rosa. Hey Leute, ich suche eine Rosa Eichel. Helft mir, Jungs, ich brauche dringend eine Rosa Eichel. Dann versuch doch mal damit, deine zu waschen. Das ist ja eine voll coole Sache. Darf ich's mal versuchen? Okay. Moos Taverne? Hallo Mo, deine Schwester wird vergewaltigt. War das auch einer?